So, hey Leute, jetzt wären wir eigentlich an der Prüfung angelangt, aber ich habe das ja so oft versucht und ja, irgendwann habe ich es aufgegeben, einfach nur weil mir die richtigen Items fehlen. Den Anfang davon, von dem Ganzen, werde ich ja noch irgendwie reinpacken. Alles da okay. Den habt ihr ja gesehen. Aber jetzt habe ich vor, halt die Episodenlisten zu machen, weil es ist ganz egal, was man spielt, es wird dann, die ganzen Items werden dann übertragen. Und dann würde ich sagen, der Wunsch von Bediza würde anfangen, ne? Alles klar, lasst uns den Tag angemessen beginnen. Unser morgendlicher Jubelruf. Alle zusammen. Erstens, nicht dem Plan entsagen. Zweitens, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Gut, Pokémon, an die Arbeit. Michi! Lass uns heute unser Bestes bei den Gildenaufgaben geben. Das Team von Michi, sie sehen heute so fröhlich aus. Jawohl, ja. Ich werde mich auch nicht unterkriegen lassen. Mein Name ist Bediza. Ich bin ein Gildenlehrling. Bevor Michi hier ankam, war ich der neueste Lehrling dieser Gilde. Jawohl, ja. Mein Traum ist es, für die Gilde mein Bestes zu geben, zu lernen. Und eines Tages. Eines Tages werde ich der beste Erkunder aller Zeiten sein. Jawohl, ja. Bonus-Episode 1, der Wunsch von Bediza. Ganz genau, mein Traum ist es, der beste Erkunder zu sein. Dafür habe ich mich zu dem Ort begeben, der unter Erkundern den besten Ruf genießt. Ich bin zur Knuddeluft-Gilde des Gildenmeisters gestoßen. Jawohl, ja. Na gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Bitte Grüße von mir, die Gildenmitglieder, ganz herzlich. Jawohl, ja. Und pass auf dich auf. Du bist ein kleiner Vielfraß. Nicht, dass du irgendetwas Komisches futterst. Denk daran. Solltest du je in Schwierigkeiten geraten, kannst du immer noch zu uns zurückkehren. Mama. Gib dein Bestes, großer Bruder. Pass auf dich auf. Oh, ja. Es geht schon. Macht euch keine Sorgen. Jawohl, ja. Wenn ich wiederkomme, werde ich berühmt sein. Ich werde euch stolz machen. Wartet nur ab. Donnerwetter, ihr alle. Ich bin noch mal weg. Alles Gute! Also habe ich meinen Heimatort verlassen, bin als Lehrling in die Gilde des Gildenmeisters eingetreten. Aber das Training in der Gilde, es war schwieriger, als ich erwartet hatte. Hey, immer noch nicht? Du bist langsam, Bediza. Doch, da bin ich. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Hier ist er, jawohl, ja. Hier ist dein Belebersamen. Was ist das? Hä? Dies ist ein Schwundsamen. Oder etwa nicht? Und jetzt, Schlaumeier, bring mir sofort den richtigen. Schnüff. Egal, was mir aufgetragen wurde, jedes Mal ging etwas schief. Und dann. Njam, 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 njam. Was ist das bloß? So lecker. Njam, 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 njam. Bidiza, was machst du denn hier? Ah, das ist der für den Gildenmeister so wichtige perfekte Apfel. Echt? Perfekter Apfel? Donnerwetter, so nennt man das also. So eindrucksvoll lecker. Jawohl, ja. Njam, 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 njam. Endlich was im Magen. Warte, hast du wirklich gerade alle aufgegessen? Jawohl, ja. Oh, entschuldige, wolltest du auch einen, Plaudergei? Wenn er etwas gesagt hättest, hätte ich dir einen übrig gelassen. Was? Was hast du getan? Was hast du getan? Was ist denn nur? Donnerwetter, habe ich etwas Falsches gemacht? Mehr als nur falsch. Wenn seine perfekten Äpfel alle weg sind, dann wird der Gildenmeister. Oh nein, oh nein! Wie entsetzlich. Als Bestrafung gibt es für dich heute kein Essen, verstanden? Aber
Menschenskind, ich hab's doch nicht so gemeint. Mein Appetit bringt mich immer wieder in Schwierigkeiten. Und jetzt konnte ich nicht mal meine Lieblingsmahlzeit essen. Donnerwetter, ich wollte doch immer mein Bestes geben. Aber ich vermasse es immer jedes Mal. Anscheinend fehlt mir einfach etwas, um ein richtiger Erkunder zu sein. Ich werde nie der beste Erkunder sein. Ich schaffe das einfach nicht. Ich fange wirklich an, so zu denken. Aber dann passierte Folgendes. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Gut, Pokémon, an die Arbeit. Ja! Hey, Bidiza. Ja, was gibt's? Deine Aufgabe für heute. Bitte geh zum Kecleon-Mark und finde heraus, wie viele Sinnebeeren sie heute im Angebot haben. Stimmt etwas nicht, Bidiza? Du erledigst doch immer kleine Botengänge wie diesen. Das schaffst du schon. Donnerwetter, das ist es nicht. Aber ich habe immer diese kleinen Botengänge zu erledigen. Ich würde viel lieber mal einen Erkundungsauftrag bekommen. Jawohl, ja. Denkst du nicht, dass es an der Zeit ist, dass ich einmal einen Job vom Job-Infobrett erledigen kann? Was? Darüber macht man keine Witze. Wenn ich dich jetzt einen solchen Auftrag machen ließe, wie sehr würdest du es dann wohl verpatzen? Na dann werde ich. Muss ich eben. Der Traum meines Lebens. Bidiza, sei doch nicht so ungeduldig. Du bist nun ein bisschen langsamer als die anderen. Donnerwetter, du musst ja nicht so direkt sein. Aber ich weiß, der Tag wird kommen, an dem du auch einen Erkundungsjob erledigen wirst. Wenn du ein großer Erkunder sein willst, musst du dich eben erst an die Erkundungsjobs heranarbeiten. Gib dein Bestes und lass dich beim Training nicht hängen. Oh. Also sagst du mir, dass ich mich nur gedulden muss? Donnerwetter, ich verstehe. Ich werde mir Mühe geben. Jawohl, ja. Genau die Einstellung lobe ich mir. Nun, da du verstehst, wärst du so freundlich, den Auftrag zu erledigen, von dem wir gerade sprachen? Bitte geh zum Kecleon-Mark und finde heraus, wie viele Sinnebeeren sie heute im Angebot haben. Verstanden, Sir. Jawohl, ja. Cool, Bediza-Hauptrolle mit Bediza spielen. Bitte geh zum Kecleon-Mark, genau wie es Paragraph von Filmfahrer. Und so weiter und so fort. Du kannst deinen Fortschritt beim Wasserloch oder im Bett von Bediza speichern. Das Wasserloch befindet sich an der Kreuzung. Und das Bett von Bediza findest du in Crewräumen. Wenn du Fortschritt speichern willst, geh dahin. Okay. Das scheint mehr, aber im Sinnesgemäße ist das ja. Ich will den Job! Donnerwetter. Ich würde zu gern einen richtigen Job zugeteilt bekommen, aber erst einmal heißt es Geduld an den Tag legen. Also los, auf zum Kecleon-Markt. Hätte ja klappen können. Aber hier sind ja noch Blitz und so weiter alles nicht da, ne? Also wir existieren ja noch gar nicht. Da ist ja der Kecleon-Markt. Hallo. Willkommen im Kecleon-Markt. Womit kann ich dir helfen? Es tut mir leid, euch zu stören, aber in Wahrheit bin ich gekommen, um etwas zu kaufen. Ah, wie immer, also eine Frage zum Lagerstand. Ah, wie schade. Ist schon gut, keine Sorge. Lagerstandauskünfte geben wir gerne, wirklich. Über welches Item erkundest du dich heute? Sinnebären. Tut mir wirklich leid, euch zu stören, Entschuldigung. Nein, nein, das macht doch gar nichts. Dann wollen wir mal das nachsehen. Sinnebären, davon haben wir heute zwei. Zwei davon. Okay, vielen Dank. Gib immer dein Bestes bei der Arbeit. Ja, gibt es sonst noch etwas? Nein, naja, es gibt nichts, das ich noch erledigen müsste. Ich habe da nur ein kleines Problem. Was für ein Problem denn? Du kannst es mir ruhig sagen. Nun mach schon, spuck's aus. Die Wahrheit ist, dass egal, was ich auch anfasse, es geht immer alles schief. Ich bin nicht das Schnellste und mache ständig Fehler in der Gilde. Ich möchte wirklich ein Erkunder werden, wie all die anderen Gildenlehrlinge. Nun sagt mir, um möglichst schnell ein echter Erkunder zu werden. Was soll ich machen? Ah, na wenn es nur das ist, du brauchst einfach eine TM. Eine TM? So geht das? Ja, genau. Mit Hilfe einer TM kannst du selbst eine neue Attacke erlernen. Hast du erst einmal eine neue Attacke drauf, kannst du den anderen eine Hilfe auf Erkundung sein. Ja, so wirst du ihnen auf jeden Fall eine Hilfe sein.
Wie wäre es mit... Ah, da ist sie ja. Wie wäre es mit dieser hier? Kraftserve. Das klingt ganz schön stark. Ganz genau, eine mächtige Attacke. Wenn du diese TM verwendest, kannst du Kraftserve lernen. Ist das so? Kraftserve wäre ich den anderen eine große Hilfe. Und die Gildenmitglieder würden mich lieber mögen. Nur durch diesen Kauf würde der Tag, an dem ich der beste Erkunder werde, etwas näher rücken. Und, was würde diese Kraftserve-Ding denn so kosten? Ah, du bist also interessiert. Wie aufregend. Zum Preis. Augenblick. 6.500. Was? So teuer? Das überrascht dich? Nun, TM sind sehr wertvoll. Aber dir ist das anscheinend zu teuer, ja? Nein. Einen Augenblick bitte. Was mache ich nur? Soll ich sie kaufen oder nicht? Ich kann mich nicht entscheiden. Um die Wahrheit zu sagen, ich hätte das Geld dafür. Ich hätte genug Geld. Ich trage es immer bei mir. 7.000. Aber dieses Geld. So viel Geld. Nimm es mit dir. Als Abschiedsgeschenk. Ich wusste immer, dass dieser Tag einmal kommen würde. Daher habe ich es für dich gespart. Ich möchte, dass du es für den Notfall dabei hast. Man kann nie wissen. Mama. Ach komm schon, meine kleine Heulsuse. Deine Mama unterstützt dich. Auch wenn du weit gehst, versuche immer dein Bestes zu geben, ja? Mama, danke schön, Mama. Das ist der Notgroschen von meiner Mama. Den kann ich nicht einfach so ausgeben. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich kann mir diesen Kauf nicht erlauben. Na, wenn das so ist, zu schade. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis bald. Wann immer du willst, komm wieder, wenn du dich umentscheiden solltest. Ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Jawohl, ja. Aber vielleicht ist es besser so. Spontankäufe sind so eine Sache. Wirklich schade, aber aus der TM wird wohl nichts. Biber, ich hatte Angst. Was soll ich nur machen? Entschuldige, nimm das bitte. Nanu, Donnerwetter, was ist los? Hey, du, warte. Aber was war das denn gerade? Siehst du ihn, Kindwurm? Nein, hab ihn aus den Augen verloren. So was. Wohin ist er nun verschwunden? Hey, du. Ja? Hast du gerade ein einzelnes Pokémon hier vorbeilaufen sehen? Ein Pokémon? Einen Augenblick. Nun mach schon, wir haben es eilig. Nun mach schon und spuck's aus. Hilfe. Hey, mal langsam, Skorgler. Weißer Körper ein wenig nervös. Hast du so einen gesehen? Also um genau zu sein. Er ist dort entlang. Auf geht's. Jawohl. Die waren ganz schön furchteinflößend. Mit Pokémon wie diesen möchte ich lieber nichts zu tun haben. Dafür habe ich zu viel Angst. Ja, Abenteuerspeicher. Wartet mal kurz, ich muss was trinken, ey. Bäh. Spielstand erfolgreich gespeichert. Alle mal herhören. Vielen Dank für eure Geduld. Ich bin mit den Essensvorbereitungen fertig. Alle herkommen, Essenszeit. Juhu! Niam, 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 niam. Oh, 4 Minuten Quassel nur noch. Dann ist die erste Episode fertig. Nee, nicht ganz. Heute war ein wirklich langer Tag. Jawohl, ja. Die beiden schlafen schon. Morgen muss ich früh raus. Ich sollte auch so schnell wie möglich Ruhe finden. Jawohl, ja. Gute Nacht allerseits. Einige Minuten später. Er
schnarcht so laut. Ich kann nicht schlafen. Ich würde Krakilo gerne aufwecken, aber täte ich das, wäre sicherlich ziemlich wütend. Was für ein furchteinflößender Gedanke. Apropos furchteinflößend. Diese beiden von heute früh, diese Pokémon haben mir wirklich einen Schrecken eingejagt. Jawohl, ja. Und kurz bevor die beiden auftauchten, war da dieses Pokémon, das zu fliehen schien und dann verschwand. Dieses Pokémon. Vielleicht wurde es ja von den beiden furchteinflößenden Pokémon verfolgt. Wenn das der Fall war, hoffe ich, dass es gut davongekommen ist. Ah, stimmt ja. Als dieses Pokémon vorbeirannte. Entschuldige, nimm das bitte. Nanu, Donnerwetter, was ist los? Hey, du, warte! Genau in diesem Moment, da hat mir das Pokémon etwas gegeben. Und kurz danach kamen die zwei furchteinflößenden Pokémon vorbei. Und ich hatte so eine Angst, dass ich es total vergaß. Aber irgendwie kann ich mich immer noch nicht. Vielleicht sollte ich es mir einfach mal ansehen. Ziemlich alt, sieht wie eine Karte aus. Hä? Da ist eine Markierung und da steht etwas geschrieben. Was da wohl geschrieben steht? Momentchen, das haben wir gleich. Sternhöhle? An dieser Stelle gibt es also einen Ort namens Sternhöhle? Wie auch immer, Sternhöhle, das klingt auf jeden Fall verlockend. Da muss sich etwas ganz Besonderes befinden. Ich hab da so eine Ahnung. Ich kann gar nicht mehr schlafen vor Aufregung. Jawohl, ja. Nee, ich muss schlafen, wenn ich morgen erfolgreich trainieren möchte. Ich sollte wirklich schlafen. Gute Nacht allerseits. Schlafen. Jawohl, ja, Schlafenszeit. Am nächsten Morgen. Hey! Hey, aufstehen! Es ist morgen! Wie, was soll das? Wie lange du schläfst? Die Morgenabsprache beginnt, bei dich! Oh, wessen Schuld ist es so, dass ich so müde bin? Ah, sein Geschnarch hat mich vom Schlafen abgehalten, jawohl, ja. Aber wenn ich jetzt nicht aufstehe, werde ich die Ansprache verpassen. Ich muss mich beeilen. Oh Gott, ist mich auch schon ganz müde. Let's go. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Gut, Pokémon, an die Arbeit. Ja! Wie bitte? Ist etwas, Belitza? Hör auf, Löcher in die Luft zu starren und hol dir einen Auftrag ab. Plaudergeil, du weißt doch eine Menge, oder? Ja, das stimmt. Ich weiß eine Menge Dinge. Ich bin ein wandelndes Lexikon. Wolltest du mich etwas fragen? Du brauchst nicht zu zögern. Trau dich und stell deine Frage. Aber fass dich kurz. Ich habe keine Zeit zu vertrödeln. Ich traue mich kaum. Plaudergei, weißt du etwas über einen Ort namens Sternhöhle? Sternhöhle? Ja, davon habe ich schon einmal gehört. Ja, wirklich? Ja, natürlich habe ich das. Sagte ich nicht, ich bin ein wandelndes Lexikon? Nun, die Sternhöhle ist ein legendärer Ort. Nur weiß niemand, wo er sich befindet. Niemand weiß es? Donnerwetter. Genau, es ist eine Legende, die seit Generationen weitererzählt wird. Doch jede Legende besitzt einen wahren Kern. Laut der Legende liegt etwas tief in der Sternhöhle. Es ist das seltene Pokémon Jirachi, das sich dort befinden soll. Und zwar in einem tiefen Schlaf. Man sagt, dass derjenige, der Jirachi aufweckt, von diesem einen Wunsch erfüllt bekommt. Wie bitte? Es wird demjenigen ein Wunsch erfüllt? Ein Wunsch erfüllen, das seltenes Pokémon. Und es heißt Jirachi? Hallo, hallo, aufwachen! Es ist nur eine Legende. Ich hab dir doch gerade gesagt, dass niemand weiß, wo sich diese Höhle befindet, oder? Hey! Hey, Bilica, woran denkst du? Wenn ich Jirachi treffe, es kann einen Wunsch erfüllen. Mein Traum, der Beste. Mein Traum, der beste Erkunde überhaupt zu sein. Jirachi könnte ihn mir erfüllen. Jawohl, ja. Und ich besitze die Karte, auf der die Sternhöhle verzeichnet ist. Besitze. Die Karte befindet sich in meinem Besitz. Jawohl, ja. Stern. Zurzeit bin ich
der Einzige, der weiß, wo sich die Sternhöhle befindet. Einzig und allein ich. Das ist der Wahnsinn. Unglaublich. Jawohl, ja. Ich bin so glücklich. Ich könnte hüpfen vor Freude. Hey? Ja. Ist mit dir alles in Ordnung, Bilica? Du sahst mir gerade leicht weggetreten aus. Und du hast ganz schön deutlich in dich hineingegrinst. Ist etwas passiert? Nee. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich hab an gar nichts gedacht. Vor allem nicht an die Sternhöhle. Donnerwetter, nein. Ist das so? Du sagtest, du hättest an gar nichts gedacht, aber das kommt mir ein wenig merkwürdig vor. Irk, hab ich mich einfach verraten? Dein schelmisches Grinsen kommt doch nicht von ungefähr. Ich kann nicht glauben, dass gar nichts in dir vorgegangen ist. Als ob du im Stillen kaum an dich halten konntest vor lauter Aufregung. Aber scharf beobachtet. Als ob du vor Aufregung hättest umherhüpfen wollen. Nein, wofür alles in der Welt weißt du das? Hey, Bilica! Ja, was gibt es denn? Du hast Besuch. Was? Besuch? Donnerwetter, Besuch? Für mich? Ja, genau. Er wartet am Eingang der Gilde auf dich. Los, raus mit dir. Oh Mann, wir sind bei 21 Minuten, ja? Beeil dich mal. Du? Du bist ja von gestern. Ja, schön, dich zu sehen. Mein Name ist Schneebedeck. Die Aufregung gestern tut mir sehr leid. Ach, schon gut. Was ist mit den furchteinflößenden Pokémon, die dich gestern gejagt haben? Dir geht es gut? Ja, ich bin okay, aber ich habe allerdings eine beängstigende Begegnung hinter mir. Was? Beängstigend? Was ist passiert? Nach unserer Begegnung gab ich mein Bestes, wegzurennen, aber Kindwurm und Skorgler holten mich ein. Ha, endlich haben wir dich. Hast dich ganz schön beeilt. lass mich in Ruhe. Vergiss es, du weißt, wonach wir suchen. Gerade du solltest das wissen. Nicht hier, die Karte ist nicht hier. Kindwurm, er hat die Karte nicht. Was? Du, wo hast du sie versteckt? Ich weiß nicht. Lügner! Egal was ihr auch macht, ich werde euch nichts verraten. Aha, er muss sie hier irgendwo versteckt haben. Suchen wir sie. Oha, das klingt wirklich beängstigend. Jawohl, ja. Apropos, da fällt mir etwas ein. Dieses Ding, wonach Kindwurm und Skorgler gesucht haben, war das. Ganz genau, dieses Ding, das ich dir gestern gegeben habe, Bilica. Die uralte Karte. Ich bin mir sicher, dass sie mir gestern geklaut worden wäre, wenn ich sie behalten hätte. Daher war es gut, dass ich mich dafür entschieden habe, sie jemandem zu geben. Ich sah dich, Bilica. Als du fort warst, habe ich in Schatzstadt herumgefragt und alle sagten, es könne nur Bilica von der Gilde sein. So kam ich hierher, um dir zu danken. Es tut mir wirklich leid, vor allem wegen der ganzen Aufregung. Nein, nein, du brauchst dich wirklich nicht zu entschuldigen, Donnerwetter. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich habe über die Karte nachgedacht, die du mir gegeben hast. Ist das wirklich die Karte zur Sternhöhle? Ganz genau. Man sagt, dort lebe das seltene Pokémon Jirachi. Genau die Sternhöhle. Und wenn man Jirachi begegnet, soll es einen Wunsch erfüllen. Deswegen waren die beiden Pokémon auf die Karte aus. Wo wir gerade dabei sind, ich wollte dich noch etwas fragen. Ja, worum geht's denn? Würdest du mit mir die Sternhöhle erkunden? Hä? Du möchtest mich dabei haben? Ja, ich möchte Jirachi treffen und um einen Wunsch bitten, aber ich bin nicht stark genug, um es sehr weit zu schaffen. Deswegen habe ich gehofft, dass du mich begleiten würdest, Bilica. Auf dich ist wohl Verlass, Bilica. Außerdem bist du nett. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber erkunden würde. Meine Bitte kommt sehr plötzlich, hoffentlich unentlegen? Nein, nein, ganz im Gegenteil, jawohl ja. In Wahrheit habe ich auch schon davon geträumt, mir etwas zu wünschen. Daher gerne. Ich möchte gerne mit zur Sternhöhle, jawohl ja. Wirklich? Yay, yeah, das macht mich so froh. Wenn wir zusammenarbeiten, ich bin sicher, dass wir Jirachi treffen. Oh, also beschlossen Schneebedeck und ich, die Sternhöhle gemeinsam zu erkunden. Jawohl, ja. Nur war ja da noch das Gildentraining. Jawohl, ja. Deswegen. Was? Du möchtest vom Gildentraining beurlaubt werden? Mit Urlaub meine ich aber nur wenige Tage. Jawohl, ja.
Und was ist der Grund dafür? Hä? Grund? Der Grund für meinen Urlaub? Ah, natürlich. In letzter Zeit habe ich mich nicht so gut gefühlt. Jawohl, ja. Magenschmerzen. Oh. Magenschmerzen? Du? Dein Magen ist mit Abstand der am besten trainierteste von allen Gen-Mitgliedern. Gestern Abend warst du wieder mal der Einzige, der Nachschlag wollte, oder etwa nicht? Und jetzt jammerst du über Magenschmerzen? Ich habe eben zu viel gegessen. Wirklich eigenartig. Nun gut, ein Antrag auf ein bisschen freie Zeit wird bewilligt. Aber behindere die anderen Teams nicht bei der Arbeit, okay? Vielen Dank. So kam es, dass ich Plauderger anlügen musste, aber. Aber es war eine Notlüge für meinen Traum. Und meinen Traum zu erfüllen zu können, der beste Erkunde aller Zeiten zu werden. Wenn ich das schaffe, werde ich auch keine Genaufgaben mehr vergeigen. Und niemanden jemals wieder zur Last fallen. Alle werden sich freuen, jawohl, ja. Was für eine seltene Gelegenheit. Die muss ich einfach nutzen. Ich muss einfach, jawohl, ja. Wir sollten uns gut vorbereiten, bevor wir auf Erkundung gehen. Aber ich möchte lieber nichts tun, was Aufmerksamkeit auf mich zieht. Kindwurm und Skorgler sind immer noch hinter der Karte her. Und sie könnten hier immer noch auf mich lauern. Biber. Ich hab's. Überlass mir einfach die Vorbereitung. Das kann ich gut. Und du versteckst dich besser, Schneebedeck. Lass dich nicht blicken. Danke dir. Ich werde mir in der Nähe ein Versteck suchen. Sobald du bereit für den Dungeon bist, Belizar, komme ich heraus, um dich zu begleiten. Also mach dich einfach auf den Dungeon, sobald du mit der Vorbereitung fertig bist. Wir sehen uns dann. Verstanden. Gut, dann werde ich mich meiner Schatzstadt aufmachen, um alles vorzubereiten. Verlass dich drauf. Nee, ich war jetzt schon los. Also ich speichere ja auch. Genau, perfekt. Mache hier natürlich Feierabend. Ich meine, wir sind bei in 3 Sekunden gleich bei 27 und deswegen sage ich Tschüssi!